von denen ich denke, dass sie in der deutschen Politik gegenwärtig zu kurz kommen, auch bei den Grünen zu kurz kommen. Und in der Vergangenheit, ich habe es ja in der rot-grünen Koalition erlebt, auch dort zu kurz gekommen sind, nämlich die ganzen Bereiche Bürgerrechte, die ganzen Bereiche Datenschutz, die ganzen Fragen Freiheit im Netz. Da gibt es auch bei den Grünen sehr viele Stimmen. Sie haben eine heftige Diskussion bei den Grünen im Moment, auch beispielsweise über Computerspieleverbote. Die Grünen in Karlsruhe haben sich damals der Forderung nach dem Verbot der Night Games der CDU angeschlossen. Sehr populistisch, wie ich denke. Also, wie gesagt, ich sah keine Veranlassung, in eine andere Partei einzutreten, die sicherlich auch die FDP solche Themen stellenweise anspricht, aber keine spricht sie so konsequent an wie die Piratenpartei. Und meine Partei hat bedauerlicherweise in dem Bereich Bürgerrechte, obwohl sie aus diesem Bereich eigentlich kommt und eine historische Tradition hat, bis hin jetzt ganzen Fragen Online-Durchsuchung, BKA-Gesetz, Vorratsdatenspeicherung, viele andere dieser Punkte leider in den letzten Jahren auch versagt, sodass es für mich jetzt relativ einfach war, auch von der Meinung her, die ich in der Vergangenheit vertreten habe, mich jetzt tatsächlich der Piratenpartei zuzuwenden. Wenn man sich im Internet umsieht, scheint Ihre Partei, die Piraten, bei vielen Wahlumfragen vorne zu liegen, siehe zum Beispiel Xing. Natürlich sind internetaffine Vielnutzer kein allzu großer Teil der Gesamtbevölkerung und solche Umfragen daher wenig repräsentativ. Aber wie würden Sie persönlich die Chancen der Piratenpartei bei der Bundestagswahl einschätzen? Ja, leider bin ich kein Prophet, sonst hätte ich möglicherweise sogar schon im Lotto gewonnen an irgendeinem Punkt. Was ich glaube ist, dass die Piraten durchaus Themen ansprechen, die ein Potenzial in der Bevölkerung haben von 5% plus. Das müssen wir uns überraschen lassen. Natürlich 60-70% Umfragen, die wir im Online-Bereich haben, die sind illusorisch, zeigen aber auf der anderen Seite natürlich auch, was im Netz los ist, wie unzufrieden man dort ist mit der Politik der anderen Parteien, der etablierten Parteien. Wenn auf Heise, wo ja auch sehr viele Leute auch der älteren Generation, Anführungszeichen, im IT-Bereich Leser sind und sich regelmäßig einklicken, wenn wir dort auch bei 70% liegen. Also wie gesagt, es gibt deutliche Hinweise, dass wir nicht nur in der Szene, sondern auch in dem, was die Szene ausmacht, gesellschaftspolitisch in ihrem Umfeld, in der Gesamtbevölkerung eine hohe Akzeptanz finden und bis in konservative Bereiche hinein. Das erlebe ich ja dann auch, wenn ich im Bekanntenkreis bin, auf Geburtstagsfeiern oder sonst irgendwo, auch ältere Leute sagen, also hoppla, diese Entwicklung, die wir hier in Deutschland haben, hin in Richtung immer mehr Bevormundung, ständige Verbote, nicht nur im Computerspielbereich, man denkt an die unsägliche Verbotsdiskussion von Paintball, das dann übrigens der ein oder andere meiner Kollegen mit einem Computerspiel verwechselt hat. Also diese Bevormundung und diese Zensur, die geht immer mehr Leuten auf den Geist und nicht nur in der jungen Generation, dass es in der jungen Generation viele gibt, die sagen, wir gehen jetzt wieder wählen, weil wir eine Alternative haben, finde ich erfreulich und aus diesem Grunde, glaube ich, haben wir gute Chancen für die Bundestagswahl, aber dafür müssen wir auch noch einiges tun. Vor einiger Zeit jetzt schon wurde in meinem Interview seitens der Piratenpartei gesagt, dass aus ihrer Sicht realistisch der Bundestagseinzug nicht für möglich gehalten wird, sondern dass es vor allem darum geht, die Themen der Partei in die öffentliche Diskussion zu bringen. Sie finden also, dass zu der Zeit ein bisschen zu tief gestapelt wurde? Naja, also natürlich ist es ein hohes Ziel und ob es ein realistisches Ziel ist, das werden wir mal sehen. Wir sind in Umfragen im Moment bei 2%. Genau kann man das nie messen, zumal das Telefonumfragen sind, die einen Teil unserer Wählerschaft überhaupt nicht erreichen, weil sie kein Telefon haben, sondern allenfalls Handy und nicht angerufen werden können von den Meinungsforschungsinstituten. Ich stelle nur fest, es gibt viel Sympathie für die Piraten, es gibt viel Interesse, man wird schon im Supermarkt darauf angesprochen. Insofern glaube ich, dass wir auch für eine Überraschung gut sein können, aber auch ungeachtet dieser Frage des direkten Einzugs. Wir werden uns europaweit als Bürgerrechtsbewegung etablieren, auch nach dieser Bundestagswahl, mit oder ohne Einzug ins Parlament. Mit Parlament natürlich umso erfreulicher, wenn das kommen würde. Und aus diesem Grunde, glaube ich, sind wir da jetzt auf einem ganz, ganz guten Weg und vor allem zwingen wir natürlich auch die anderen, sich der Themen anzunehmen, die sie vernachlässigt haben. Aber dies geschieht mit einer so geringen Glaubwürdigkeit im Moment auch in diesem Wahlkampf. Allenfalls Lippenbekenntnisse. Hier auf der Messe ist die Junge Union mit einem Stand vertreten und tut so, als ob sie nie was mit Computerspielverboten zu tun gehabt hätte. Auch die Junge Union in Karlsruhe hat das Verbot der Computerspiele gefordert. Diese Unglaubwürdigkeit, hier aufzutreten, bei den Gamern sich einzuschleimen, Entschuldigung, wenn ich diesen Begriff verwende, und draußen im praktischen Leben dann also gegen sie zu arbeiten politisch, das ist das, was Leute Politik verdrossen macht und gegenüber allen Parteien. Und auch davon profitieren wir Piraten. Ende Juli lehnte die SOS Kinderdörfer Hilfe von Gamern durch kostenlose Website-Werbung ab.
Die Begründung hierfür war die Negativmeinung, die sich aus der Killerspiel-Diskussion ergeben hat. Glauben Sie, dass sich diese öffentliche Meinung durch die Killerspiel-Diskussion in absehbarer Zeit ändern kann und wird? Also ich muss ehrlich sagen, also was die SE als Kinderdorf hier reitet, das ist eine Institution, die wirklich eine tolle Arbeit leistet in allen Teilen der Welt. Aber da kann ich nur sagen, also einer, der so etwas von sich gibt, der gehört bei dieser Organisation schlicht entlassen, wenn er für Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Das ist inakzeptabel, hier in dieser Form gegen eine Gruppe zu hetzen, die einen unterstützen will. Aus diesem Grunde ist es absolut unverständlich, wenn man parallel dazu im SES Kinderdorfwerk es hinnimmt, dass beispielsweise Schützenvereine und der Schießsport Werbung macht. Ich habe nun überhaupt nichts gegen den Schießsport, ganz im Gegenteil, ich bin auch dagegen, Schießsport zu verbieten, weil ich glaube, ich bin kein Schießsportler, ich habe auch wenig Bezug dazu, aber es gibt kein Recht, anderen Leuten ihr Hobby zu verbieten, aber als SOS Kinderdorfwerk zu sagen, mit Schützen haben wir was am Hut und mit Gamern wollen wir nichts zu tun haben, also das zeigt mir irgendwo hier ein Verhältnis zu Entwicklungen aus dem vergangenen Jahrhundert. Und ich glaube auch, das wird auch demnächst überwunden sein, aber zeigt auf der anderen Seite, wie groß noch die gesellschaftlichen Vorbehalte und die Widerstände natürlich sind. Die Gamer- und Netzgemeinde gibt sich ja durchaus Mühe, ihr Bild in der Öffentlichkeit zu verbessern. Unter anderem auch gibt es diese Elternlans, von denen unter anderem ja auch durch abgesagte IFNGs welche abgesagt wurden. Haben Sie solch eine Elternland schon mal besucht? Wenn ja, wie fanden Sie es? Also ich hatte keine Gelegenheit, eine zu besuchen. Ich wollte in Karlsruhe hingehen. Prompt, die ist natürlich mitverboten worden, sehr merkwürdig. Ich kenne das Konzept der Elternland über das, was die Bundeszentrale für politische Bildung hier macht, die ja hier auch auf der Gamescom vertreten ist mit einem Stand. Ich finde das gut, dass wir solche Initiativen gerade von der Bundeszentrale haben. Und wir müssen verstärkt natürlich auf Eltern und Pädagogen zugehen. Wo ich meinen Beitrag geleistet habe in der Vergangenheit, war eher dann auf Podiumsdiskussionen bei öffentlichen Veranstaltungen und Ähnlichem, wo ich in den letzten Jahren auch als Bundestagsabgeordneter zugeladen war, gerade als Bildungspolitiker auch nach Erfurt, dem dortigen Amoklauf nach Amstetten und den anderen schrecklichen Vorgängen auch Winnenden, wobei ich dort immer klar mich zum Gamer bekannt habe und klar gesagt habe, das einzig Normale, was diese Täter mit anderen Jugendlichen verbunden hat, war, dass sie auch Computerspiele gespielt haben. In allen anderen Fällen waren sie extrem auffällig, indem sie kontaktarm waren, indem sie isoliert waren, indem sie gemobbt worden waren, indem sie im Falle Erfurt von einem Schulsystem benachteiligt waren, dass sie 13 Jahre ohne Schulabschluss durchlaufen mussten. Das sind Dinge, die sehr viel mehr mit dem Amoklauf zu tun hatten. Und aus diesem Grunde ist es gut, hier nicht nur über die Spiele zu reden, sondern auch über Hintergründe, was in unseren Schulen schiefläuft. Es kann nicht sein, Schulsozialarbeit einzusparen und parallel zu sagen, wenn irgendwo irgendwas passiert, dann ist Gott in die Welt schuld, aber nicht diejenigen sind schuld, die hier Schulpsychologen, Schulsozialarbeiter einstreichen, nicht mehr fördern. Das ist eine Ablenkung dessen, was wir bildungspolitisch brauchen. Alles klar, dann war es soweit mit unseren Fragen. Ich bedanke mich an der Stelle auf jeden Fall schon mal für das Interview. Wenn Sie möchten, können Sie noch ein paar Worte an die Zuhörer richten. Naja, also ich wünsche viel Spaß natürlich hier in Köln auf der Gamescom, viel Party und alles, was dazugehört. Und ich hoffe, dass sich alles das, was wir hier besprochen haben, in der nächsten Zeit auch politisch ein bisschen zum Besseren entwickelt. Und wenn der Propagandablock noch erlaubt ist und wenn die alle Piraten wählen, soll es mir nicht unrecht sein. Alles klar, dann bedanke ich mich und wünsche Ihnen auch noch einen schönen Tag auf der Messe. Dankeschön, ja, viel Spaß, viel Erfolg. Danke.